Das Licht in Lissabon, das besondere Zeitgefühl der Portugiesen, das Leben am äußersten Rande Europas. All dies macht Joaquim Sapinos Kino aus. Portugal hinter sich zu lassen, wäre für den Regisseur ein Desaster gewesen. Dabei hätte ihn die finanzielle Not des Autorenkinos fast dazu gezwungen. Die meisten aus dem Filmgeschäft haben dem Land den Rücken gekehrt. Das portugiesische Lebensgefühl und die portugiesische Gemeinschaft sind sehr wichtig für mich und meine Arbeit als Regisseur. Es wäre eine Katastrophe für mich, wenn ich die Geschichten dieser Menschen nicht in meinen Filmen erzählen könnte und nicht von ihnen inspiriert werden würde. Die Rettung kommt nun mit dem neuen Filmförderungsgesetz. Seit Anfang des Jahres sind die Kassen leer. Nuno Fonseca hat keinen Cent für die Regisseure. Zukünftig soll die Filmförderung Steuereinnahmen aus dem Pay-TV und aus Internet-, Telefon- und Fernseh-Flatrates erhalten. Dieses neue Gesetz ist sehr wichtig, denn ab jetzt werden wir neue Projekte wieder intensiver unterstützen können. Damit erreicht unsere Filmförderung endlich ein europäisches, internationales Niveau. In seinem neuesten Film erzählt Sapino vom Surfer Raphael, der als Mönch in einem Kloster lebt und mit seinem Glauben ringt. Sein Titel ist prophetisch, diesseits der Auferstehung. Als hätte Sapino geahnt, dass es für das Kino noch Hoffnung gibt. Mit dem neuen Filmfonds hat sein Werk eine Chance, im Ausland zu laufen. Noch letzten Monat hatte er vor dem Untergang der Filmindustrie gewarnt. Das hier ist meine Produktionsfirma Rosa Films. Ich arbeite viel mit jungen Regisseuren zusammen, die an der Filmhochschule mal meine Schüler waren. Nur mit einem verkleinerten Team konnte er die Firma durch die Krise retten. Nun ist er froh, dass er durchgehalten hat. Es ist zwar etwas riskanter, so Filme zu machen, aber wenigstens mussten wir nicht schließen, wie viele andere Produktionsfirmen. Bis das neue Filmförderungsgesetz Wirkung zeigt und das Geld auch bei den portugiesischen Filmemachern ankommt, wird es wohl noch dauern. Doch für die Kulturschaffenden ist es ein Lichtblick. Müssen sie doch schon damit kämpfen, dass wegen der Sparpolitik das Kulturministerium abgeschafft wurde. Jetzt muss sich Sapino immerhin nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen, wie er die Kopien für seinen Film bezahlen soll.